Ganz kleinen Moment. Sorry, ich muss da eben einmal Quark verkosten für den Nachtisch, den es heute Abend gibt. Da muss man Prioritäten setzen. Hallo zusammen, da sind wir wieder in DCS World und gleich im Cockpit unseres Huey. Mission Nummer 8 der Kampagne Paradise Lost. Und ja, ich kann euch nichts sagen, außer dass wir sollen starten und nach Süden fliegen und dann Crown kontaktieren. Wir haben irgendeinen Task für uns, mehr weiß ich auch nicht. Und wir sind wieder zu zweit unterwegs, hier Turner und Biff sind diesmal dabei, nachdem die anderen Kollegen tatsächlich abgeschossen wurden. Mal gucken, was sie von uns wollen. Lassen wir uns überraschen. Wichtig, der Wind 30 Grad, 6 bis 8 Knoten. Das heißt, wir müssen Richtung Nordosten, Nord-Nordost starten. Da unser Heli ja bestimmt wieder super schwer ist. Ich hoffe, ich bin noch nicht ganz eingerostet. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich bin ein bisschen verschnupft. Meine Nase ist nicht ganz frei und kann sein, dass sie zwischendurch mich schniefen hört. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, es ist aushaltbar für euch. Und ja, es ist nur ein Schnupfen. Sonst geht's mir gut. Und Tests sind alle negativ und so. Braucht euch keine Sorgen machen. Okay, so, mein Steuerknüppel geht nicht. Aha. Jetzt geht er. Okay. Na denn. Der Kollege steht ganz schön dicht. Sollte mal lieber ein paar Schritte zurückgehen. Crown on Yellow. Thank you, Sergeant. All right, let's go. We're burning daylight here. AC Phase. Inverter. Den können wir noch anschalten. Beleuchtung, sonst brauche ich gerade nichts weiter. War das der? Das war der richtige. Den an. Hm? Warum will hier mein Throttle nicht? Aha, jetzt. Okay. Treibstoff. Clear. Ah, der Kollege ist auch zur Seite gegangen. Sehr gut. So hell. So richtig schönes Wetter. Ist nicht finster. Es regnet nicht. Richtig ungewohnt. No, 20%. Das können wir resetten. Das ist ein Chitook. Das hier muss ich auf Channel 2 stellen, meine ich. Und den Rest haben wir soweit. Wo stehen wir? Wo ist der Kollege? Der Kollege steht ein Stück weiter, so wie es aussieht. Okay. Gut. So, dann drehen wir mal die Umdrehung hoch und gucken in der Zwischenzeit nach, wo hier Yellow ist. Yellow ist 2489. VHF to Gambler. Okay. So, für 8,9. Das ist Yellow und die Gambler sind 124,5.
Haben wir auch. Ja, so in etwa. Ich habe hier noch ein paar Handgriffe vergessen. Gut, dann liften wir mal. Wind kommt von gerade aus links ein Stück. Vorsicht, ich bin hier am Taxien. Okay, so, Geschwindigkeit aufbauen. Wir versuchen hier langsam aber sicher an Höhe zu gewinnen. Nee, das hat noch nicht gereicht. Na, komm schon. Nee, nee. Letztes Mal hat das irgendwie besser geklappt. Kriegt der Vogel hier nicht in die Luft. Wir versuchen es mal nochmal ein bisschen schneller. Komm schon. Na, jetzt, ja. Meine Güte, das war ganz schön schwierig. Muss wirklich wenigstens 20, 30 Knoten erreichen hier in einem One-Feet-Hover. Also knapp über dem Boden schwebend, um vorwärts zu kommen. Wir drehen mal Richtung Süden. Ja, und wir fliegen schon mal Richtung Süden. Southern Tip of the Island. Okay, wir sind in der Luft. Ich habe hier noch ein paar Schalters vergessen. Schalten nämlich unsere Waffen schon mal scharf. Eine Rocket und... Genau. Ich wähle die Minigun aus. Funktioniert. Sorry für die, die ich treffe. Hey, wo ist mein Wingman? In der Luft? Okay. Kurz gucken, ob ich den erreiche. Flight. Rejoin. Kleinen Moment. Und das hier nicht im Briefing. Switcher to UHF. Habe ich. Go Formation.
Trail. Ah, okay. Gut. Wo sollen die denn so sein in etwa? Wissen wir das? Roger, Gambler 2-4, go ahead, over. Hey Tango, we're inbound from the north. What's your position, over? We're inbound 3 clicks west of Pika. We're trying to make our way to clearing to the north, but the jungle is thick and Charlie's hard on our heels. Pika. Roger, ETA is about 5 mics. Hang in there. Wo zum Teufel ist denn Pika? Okay, wurde etwa markiert. Guck ich gleich mal. Mal zwischendurch schauen, dass wir hier nicht am Abschmieren sind. Da unten? Ja, okay. Das ist ganz schön weit weg. Das ist wirklich bis zur Südspitze und dann... Da ist Pekka. Hier ist so ein Hafenbecken. Mal gucken, wie wir das finden. Ah. Wir schauen mal. No, wir können aufhören zu steigen, dafür tatsächlich voranmachen. Ja, und ich gucke nochmal auf die Karte. Also hier ist der Flughafen, wir sind da jetzt am oberen Ende, wir sind hier oben irgendwo. Und da unten ist die Bucht, wo wir hin müssen. Auch da ganz unten. Also wir sind noch eine ganze Weile unterwegs. Ich versuche gerade ein bisschen mich zu orientieren. So, ich sehe nämlich hier, das ist die, hier ist so eine Spitze. Das wird die da sein. Und von da aus dann immer noch weiter, eine ganze Ecke. Uiuiui, da haben wir ja wirklich ein bisschen was an Flugstrecke vor uns. Jetzt 80 Knoten sind hier auch gerade nicht drin. Ein ganz bisschen mehr Schub kann ich noch geben. Gucken. Oh. Tue es hinter mir. Sorry, falscher Knopf. Und dann genießen wir in der Zwischenzeit ein bisschen die Aussicht hier auf die Insel. Ich weiß nicht, warum der gesagt hat, wir seien in 5 Minuten da. Das ist... utopisch. Ich bin gespannt, es wurde ja angekündigt, dass eine zweite Weltkriegsvariante der Insel in Arbeit ist. Denn entsprechend
deutlich weniger bebaut ist, deutlich weniger Straßen, Gebäude. Da war das ja noch wirklich mehr. Ja. Ich versuch gerade zu sagen, ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt ausdrückt, aber es war halt noch ein bisschen unzivilisierter, ne? Damals. Wichtig war eben der Militärflughafen. Aber sonst war es nicht so entwickelt. Nicht unzivilisiert, es war nicht so entwickelt wie heute. Ich glaube, so kann man das sagen, ohne ins Gefängnis zu gehen. Kollege schießt da auf irgendwas. Hat da einen Charlie gefunden. Ja, da bin ich auch glücklich. Klingt nach dem Plan. Okay, ich bin schon weiter südlicher, als ich dachte. Hier seht ihr, da ist eine Bucht. Mit so einem Stückchen Land hier drin. Das da. Der Zipfel. Das wird die hier sein, denke ich. Die ich vor mir sehe. Das heißt, die nächstgrößere Bucht ist da, wo wir dann nach Westen einbiegen. Oder ich versuche einfach gerade drauf zuzufliegen. Das können wir auch machen. Hier haben wir die Bucht als Referenz. Wir haben ja hier unser tolles Lineal. Das müsste von da aus Kurs 214 sein. Ja, passt der Kurs einigermaßen. Ja, auf dem Weg. Mach mal entspannt, Mac. Wir werden beschossen von irgendwo. Ja. Und da drüben. Oh, das klang nicht gut. Aber wir haben wohl gerade an der Reichweite, an der Grenze zur Reichweite. Ganz kleinen Moment. Sorry. Ich muss da eben einmal Quark verkosten für den Nachtisch, den es heute Abend gibt. Da muss man Prioritäten setzen. Okay. Dann gucken wir nochmal. Noch auf dem Rückflug dran denken, dass wir uns hier schön an der Küste halten. Damit wir nicht von der AAA da abgeschossen werden. Wir müssten jetzt, hier ist dieser Steinbruch da oder was auch immer das ist vor uns. Da, das heißt noch ein kleines Stückchen weiter. Richtung 225. Irgendwo da, wo die ganzen Rauchschwaden herkommen, denke ich.
Es sind echt viel Platz weg vor den Augen. Ich gucke mal erstmal so, dass ich die Ziele finde, bevor wir hier das ganze Zeit bemühen. Ja, wie wär's mit Smoke? Ich gehe mal auf Rockets. 50 Yards north of them. Okay. Das ist ziemlich dicht. Roger, keep your heads down. Coming in with heavy shit. Ich sehe nichts. Ah, okay, da unten. Jupp. Okay, Flight, Engage, Ground Target. Ne, ich nehme doch erstmal die Miniguns. Bis ich besser sehen kann, wo die sind. Habe ich sie nicht gesehen. Okay. No, da haben wir ein paar erwischt diesmal. Eine Rakete war, glaube ich, Friendly Fire. Es tut mir leid. Ich hoffe, es hat nicht allzu viele erwischt. Ist da noch was am Schießen? Ist hier Two irgendwo in der Nähe? Da oben. Ach ne, ist der Transporthelikopter. Weiß nicht, wo Two ist. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Raketen habe. Ich habe nicht mitgezählt. Ja, eine habe ich noch. Und wir gucken mal kurz. Rechts hat noch 60, links hat noch 90% Munition. Der Kollege da schon gelandet. War noch einer auf dem Weg. Aus dem Fenster nichts sehen.
Da oben ist einer unterwegs. Das könnte meine Nummer 2 sein. Nochmal einen Rechtsturn. Sorry für das Hin- und Her-Gewackel, da ist mein Schalter hier nicht mehr der beste. Doch, da, ich sehe es. Da ist gerade einer am Landen oder Starten auf jeden Fall. Das ist ein Helikopter. Das war's mit dem Rauch. Sehr gut. Ich sehe euch zwar nicht, aber ich glaube das mal. Okay. Dann ab nach Hause. Schubeinstellung passt, Höhe passt. Wir denken dann natürlich schön über der Küste zu bleiben, damit die AAA uns nicht in die Quere kommt. Ich weiß nur nicht, wo mein Wingman abgeblieben ist. Aber da vorne, den Punkt, den ich da fliegen sehe, das ist, glaube ich, hier die Kollegen, die gerade gelandet sind. Oh, da wird geschossen. Oder? Sieht so aus. Bilde ich mir das ein. Oh, ich muss hier unbedingt den Schalter mal reparieren. Ich bin nämlich so ein Zoom-Schalter und sobald ich den ganz durchdrücke, fängt der an hin und her zu eiern. Ah ja, war ja klar, dass das noch nicht alles ist. Hago Bay. Accept. Auch immer das ist. Argo Bay, da oben. Okay, das ist, wenn wir den Flughafen in Sicht haben. Dann machen wir uns da mal auf den Weg hin. Das müsste da irgendwo sein, glaube ich.
Wir sind zumindest auf dem Weg. Das ist ja der Kollege eine hübsche Aussicht hier, der nach links zum Fenster rausguckt. Mal gucken, ob wir das Patrouillenboot irgendwo sehen. Vor allen Dingen, welche der Buchten ist das? Die linke hier, ne? Die mit mehr Sandstrand und mehr Stadt dran. Das müsste da sein. Noch sehe ich nichts von dem Boot. Hier nur wieder am Golfplatz. Aber da hinten ist ja schon der internationale Flughafen da. Die große Freifläche. Also muss das ja hier sein. Irgendwo. Aber sehen tue ich es gerade nicht. Das müsste auch hier irgendwo auch die Ecke sein, meine ich, wo wir... Ist das hier nicht hier das Dorf gewesen, was wir versucht haben, mit Funksprüchen zu überzeugen, dass wir die Guten sind, dass sie nicht auf uns schießen? Man hat echt ein bisschen das Gefühl, man steht in der Luft, ne? Also hier über dem Wasser mit ein bisschen Höhe und dann geht's nur mit 90 Knoten vorwärts. Wir können ja mal noch ein bisschen weiter runter gehen. Da ein Boot? Nee. Doch, ja, da sehe ich es schießen. Ja. Ich habe nur eine Rakete, deswegen machen wir erstmal
einen Anlauf mit dem Minigun. Obwohl, ich kann auch meine Rakete mal reingeben. Mal gucken, wo sie landet. Ja, da war ein Mörser. Und ich hätte mir fast eine Kugel eingefangen. Noch ist alles in Ordnung, glaube ich. Kompass geht noch, Treibstoff sieht gut aus, Umdrehungen sehen gut aus. Lass mal mein Doorgunner hier machen. Okay, wir gehen auch noch mal rein. Spray and pray. Die Miniguns sind halt in DCS total nutzlos, weil in echt bestimmt sehr effektiv für Suppression, also um die Unterstützungsfeuer zu geben. Ich glaube, wenn ihr da 30 oder 6000 Kugeln pro Sekunde um die Ohren fliegen, dann zieht man schon den Kopf ein. Aber hier in DCS beeindruckt das die Infanterie leider nicht so sehr. Haben wir alle erwischt? Ist da noch einer? Schießt zumindest niemand mehr, ne? Da ist anscheinend noch was. Schieß mal so in die Ecke, wo das Gunboot da hinschießt. Uiuiui. Doorgunner. Man sieht anscheinend aber auch nichts. Ja, ich glaube, das war's. Ziel vernichtet, würde ich sagen. Auch wenn der da noch schießt. Gern geschehen. Na dann. Fliegen wir hier mal an der Küste entspannt nach Hause. Kann ich hier mein Höhenmesser auch mal richtig einstellen. 440 Fuß haben wir nämlich. Müsste ich eigentlich bei Mission starten, ich müsste mir mal merken, wie hoch der Flugplatz eigentlich ist. Und das jedes Mal richtig einstellen.
Marmingwen ist nicht wieder aufgetaucht, ne? Nee. Da bin ich mal gespannt, da gucken wir nochmal ins Tech wieder. Hat bei der letzten Mission ja auch schon Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, das Beste ist, den einfach... Vielleicht muss man probieren, das nächste Mal ihnen den Cover-Me-Befehl zu geben. Das hat ja bei den MiG-21 Wingmans auch besser funktioniert. Aber dann konzentrieren sie sich auf die Ziele, die auf mich schießen. Anstatt sonst wohin zu fliegen. Ordentlich Felsen hier, sogar bis ins Wasser hinein. Da hinten ist der Zerstörer noch auf dem Wasser, bei dem wir auch schon mal waren, um hier einen General abzuliefern, glaube ich, war das. Hatten wir aber deutlich schlechteres Wetter, meine ich, als jetzt. Haben wir auch wieder ein paar neue Luftlöcher gekriegt, ne? Also da unten ist ganz schön zerschossen. Das Einschussloch ist, glaube ich, das, was mir am meisten Sorgen macht. Das hätte mich nämlich wahrscheinlich ziemlich, ja, getroffen. Naja, und das da ist auch nicht so schön. Gut, lauschen wir mal den Brief, den wir bekommen haben. My dear son, your father and I are doing well. We've invited the Jacksons over for Thanksgiving. I wish you were here to join us. Your son Harry is also in Guam. They said he's driving trucks there. Your father bought a new car. It's an AMC Ambassador station wagon in brown color. I told him not to spend all this money on a car. We really won't use it that much. But you know how hard-headed he can be. You're in our thoughts and our prayers every day. Love, Mom and Dad. Oh, ist das nicht schön? Okay, ich glaube, so langsam müssten wir hier angekommen sein. Ich schalte mal meine Waffen aus, vorsichtshalber. Nicht, dass hier noch ein Unglück passiert. Dann fliegen wir hier mal ein Stückchen höher. Weil dann dürften wir auch gleich zu Hause sein. Ja, da vor uns ist das Airfield. Man erkennt es schon ganz gut da.
Freuen sich die Nachbarn wieder, dass wir hier im Tiefflug rüberkommen. Ein gemütliches Wop, 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 Wop. Passend zum Nachmittagskaffee im Kuchen. Gute ist, dass wir bei der Landung nicht so schwer sind, weil wir die ganzen Raketen losgeworden sind. Und auch bei der Minigun habe ich ja ordentlich was losgelassen. Naja, 30% Munition. Also 69% hätten wir noch. Aber das macht schon einen Unterschied, dass wir es nicht mehr ganz so schwer haben, um da sicher runterzukommen. So, dann suchen wir mal unseren Parkplatz. Ich gucke gerade, wo er sein könnte. Da sind die Helikopter. Da irgendwo müsste es sein. Und dann versuchen wir hier mal wieder heil runterzukommen. Mach schon mal langsamer. Aufpassen, dass die Sinkrate nicht zu groß wird. Runter, runter, runter. Baumstämme muss ich hier noch rüberkommen. Okay, und jetzt ganz geschmeidig runterlassen. Noch ein kleines Stück. Passt. Ach, ich habe hier wieder den Generatorknopf vergessen. Naja. So, das war hier das Wichtige. Den da aus. Funk aus. Funk aus. Das alles aus. Das ist aus. Hier brauche ich nichts weitermachen. Dann fehlt mir hier nur noch das Ding. Nicht vergessen.
Und die Batterie aus. Tür auf. Und wieder eine Mission erfolgreich beendet. Auch wenn wir wieder ein paar extra Luftlöcher dazu bekommen haben. Und von außen sieht man das gar nicht. Doch da. Ein großes Loch in der Bubble. Ja. Gut. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich fand es auch nicht schlecht. Bisschen Friendly Fire. Ach, ich hab doch gerade gesagt, wir gucken einfach mal ins Tech View. Das machen wir mal eben. Gebt mir einen ganz kleinen Augenblick. So. Wir gucken mal, wir sind gestartet. Da ist unser Wingman hinter uns her. Und dann waren wir auf dem Weg. Und da stehen schon die ganzen Truppen für den zweiten Missionsteil. Da hinten steht die AAA. Und da waren wir echt so am Rand der Reichweite. Und da waren unsere Verbündeten. Das hat gut geklappt, die zu finden. So, und da ist dann Charlie aufgetaucht. Und ich glaube, jetzt müssten hier meine Raketen kommen. Ach nee, erst war Minigun, glaube ich, kreuz und quer. Das hat die aber nicht so interessiert. Wingman ist noch hinter mir, theoretisch. Der versucht mir wahrscheinlich irgendwie nachzukommen. Und jetzt müssten die Rockets kommen. Oh ja, da haben wir wenigstens einen Kollegen hat hier jetzt zerrissen. Aber dafür haben wir auch alle anderen zerlegt. Kann das sein? Mit den paar Raketen. Ja, ja. Habe ich alle erledigt. Voll gut von mir. So, und dann sind wir Kreise geflogen. Mac ist da gelandet. Da ist mein Kollege, der zieht auch Kreise. Mac ist auf dem Heimweg. Wir auch. Keine Ahnung, was der tut. Mac, was macht der da? Genau, und dann waren wir auf dem Weg, haben geguckt, wo ist das Patrouillenboot und wo sind die Gegner. Der Panzer, der da angezeigt wird, das wird, glaube ich, der Mörser sein. Und da habe ich tatsächlich mit der einen Rakete, die ich da noch hatte, oder mit den zweien, den Mörser zerlegt. Und mir ein paar neue Luftlöcher eingefangen. Das war ganz schön. Das war nicht so klug. Direkt auf den Gegner so nah ran. Ja, und dann der Dorganer hat mir noch hier die letzten zerlegt und das war's. Dann habe ich noch ein paar Überflüge gemacht, weil ich dachte, es kommt bestimmt noch ein Funkspruch, wenn wir alle erlegt haben. Und das Speedboot hier hat die ganze Zeit noch geschossen, deswegen war ich verwirrt, aber nö. Alles erledigt. Und wir sind zurück. Und mein Wingman ist immer noch da hinten am Rumkurven. Ja, und bewegt sich da auch nicht weg. Na gut. Auch nicht, wenn wir hier landen. Nö, auch nicht, wenn wir landen. Na gut. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ganz cool, war mal angenehm, nicht im Regen oder Dunkeln unterwegs zu sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gern ein Like hier bei YouTube. Oder ein Kommentar. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich hätte besser machen können. Bin ich immer offen für. Oder wie es euch mit der Mission erging. Finde ich auch immer spannend. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abo-Button und ihr kriegt eine Benachrichtigung, sobald wir wieder unterwegs sind hier in DCS oder wenn ich mal wieder im Flugsimulator unterwegs bin. Und zu guter Letzt, wenn ihr das vielleicht sogar live sehen wollt, dann folgt mir doch gern einfach auf Twitch. Dann kriegt ihr es auf jeden Fall auch mit. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht und bis zum nächsten Mal.